Herzlich willkommen zur Fortsetzung unseres Sofa-Reisen-Spezials live von unterwegs mit Jonas Deichmann. Hallo Jonas. Ja, hallo Tom. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass es nochmal geklappt hat. Wir hatten noch offene Fragen, die wir natürlich gerne klären möchten und dass du so spontan nochmal zugesagt hast, sodass wir heute nochmal ein Video aufnehmen und hoffentlich die Antworten auf diese Fragen bekommen. Und deswegen, ja, sehr gerne. Und deswegen starten wir auch einfach gleich rein, denn wir haben eine ziemlich passende Frage von Christian, der den ganzen Stream nicht sehen konnte, beziehungsweise später eingestiegen ist. Und es geht nochmal um die aktuelle Situation. Und Christian fragt, ob es denn für dich demnächst über Russland weitergeht oder ob jetzt die Westroute ein Thema für dich geworden ist. Also ich hoffe nach wie vor, dass ich nach Russland einreisen kann. Und da mein Visum... Antrag liegt gerade beim Sportministerium in Moskau über persönliche Kontakte. Das könnte klappen, werde ich die nächsten Tage erfahren. Wenn es nicht klappt, dann ist der Weg nach Osten durch Asien garantiert erstmal die nächsten Monate nicht möglich. Das heißt, dann ist die Westroute die einzige Option. Aber aktuell warte ich erstmal ab, weil auch jetzt nach Europa zurückgehen, da ist ja auch vieles geschlossen oder mit Quarantäne und ich ja vielleicht ein Corona-Test-Abo mir irgendwo besorgen, um da durchzukommen. Da bin ich hier in der Türkei erstmal ganz gut aufgehoben. Das stimmt natürlich. Man darf tatsächlich ja nicht vergessen, dass wahrscheinlich mit Überschreitung der Ländergrenzen kommen da eigentlich noch Quarantänemaßnahmen immer auf dich zu? In der EU darf man zwar in alle Länder einreisen, aber es verändert sich ja auch ständig. Also ich weiß es aktuell nicht, aber... in manchen Ländern mit Sicherheit Quarantäne und oder Test. Und Europa hat sehr viele Länder, um einmal quer durchzukommen. In der Tat. Wir sind natürlich positiv und drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass es zeitnah losgehen kann. Und wir haben eine interessante Frage von Peter. Die geht schon ein bisschen in die Zukunft. Und zwar fragt Peter, hallo Jonas, wie stellst du sicher, dass du in Sibirien nicht erfrierst? Da habe ich mich sehr mit beschäftigt mit dem Thema. Die richtige Kleidung natürlich, also mehrere Schichten, auch Merino und dann Daunenjacke drüber. Auch bei den Handschuhen und bei den Schuhen natürlich, ganz wichtig. Da habe ich so richtige Expeditionsmodelle. Habe das auch bei fast minus 30 in der Kältekammer getestet. Das Allerwichtigste ist auf gar keinen Fall schwitzen. Denn bei der Temperatur bei minus 30 Grad, da gibt es keine Feuchtigkeit. Das ist eine ganz trockene Kälte. Die einzige Feuchtigkeit kommt vom Körper. Und das muss man vermeiden. Das heißt, zwei Tricks sind zum Beispiel beim Fahren auf dem Fahrrad immer eine Plastiktüte um den Fuß rum und damit dann in den Schuh reingehen. Denn in den Schuhen sammelt sich immer ein bisschen Feuchtigkeit von innen und so sammelt die sich in der Plastiktüte, die zieht man abends aus und dann bleibt der Schuh bis am nächsten Tag trocken. Genau dasselbe auch im Schlafsack, weil man mehrere Nächte hintereinander draußen übernachtet, dann sammelt sich immer ein bisschen Feuchtigkeit vom Körper im Schlafsack. Das heißt, die Daunen, die wärmen dann nach ein paar Tagen einfach nicht mehr so gut. Also auch in eine Plastiktüte rein und damit in den Schlafsack. Und am nächsten Morgen ist eben nur die Plastiktüte nass. Ist nicht ganz so bequem, aber es ist in Sibirien überlebensnotwendig. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ist eine, ja, offensichtlich sehr, sehr spannende Frage. Das habe ich tatsächlich auch persönlich noch gar nicht gehört. In Plastik quasi eingehüllt. Ja, aber ja, scheint ja logisch. Ne? Du möchtest die Körper, die Feuchtigkeit, die unser Körper ja nun mal abgibt, gerade auch zum Beispiel beim Schlafen, ne? Man kennt es. Natürlich ja, nicht in den Gegenständen haben. Und gerade bei Schuhen stelle ich mir das ja tatsächlich auch schwierig vor. Auch beim Radfahren braucht man natürlich auch ein besonderes Schuhwerk, weil gerade durch die Klickpedale, jeder kennt es ja schon mal, der längere Zeit mit Klickpedalen gefahren ist, auch mal, es wird halt kalt, ne? Gerade um die Zehen. Oder wenn, vielleicht muss ja auch immer gewährleistet sein, dass der Blutfluss ordentlich, dass der sicher ist, also dass es auch wirklich passt. Kenne ich zum Beispiel völlig eingeschlafene Zehen, das sieht ja dann auch immer nicht schön aus. Und gerade bei Kälte ist es natürlich dann fast gefährlich. Ne? Es sind natürlich andere Distanzen in Sibirien. Da kann es auch mal 200 Kilometer bis in die nächste Ortschaft sein und bis zum nächsten warmen Kaffee. Das heißt, es ist nicht wie hier in Deutschland,
Es wird mal kalt, aber wenn es halt kalt wird, bevor es frisch wird, gibt es eine Tankstelle, wo man sich aufwärmt. Die gibt es halt in Sibirien nicht. Das heißt, ein Fehler, der kann dann auch einen See kosten oder sowas. Und das muss dann doch nicht sein. Ganz genau. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und hoffen natürlich, dass du auch jetzt, wir drücken auch da die fest die Daumen, dass du alle 10 behältst. Das ist ganz wichtig. Wir haben da eine fortführende Frage von Ronny. Trifft ja auch so ein bisschen darauf zu. Wir hatten es im letzten Gespräch schon mal ein bisschen angeschnitten. Und zwar, wie du den Verlauf deiner Tagesrouten planst oder ob das eher spontan vonstatten geht. Genau, das ist so, ist eine spannende Frage. Also ich plane immer Land für Land. Ganz einfach aus dem Grund, wenn ich das Land durchquert habe, kann sich die Corona-Lage wieder geändert haben und die Grenze kann zu sein und ich muss drum herum gehen. Deshalb macht es keinen Sinn, eine Route für in 2 Monaten zu planen. Und durch das jeweilige Land habe ich so eine grobe Route, wie es geht, aber ich plane dann wirklich eigentlich immer am Abend die Route für den nächsten Tag. Um auch flexibel zu sein. Zwei, drei Tage im Voraus, aber nicht mehr, weil einfach in den Zeiten muss man 100% flexibel sein. Das, alles andere bringt nichts. Ist auch, glaube ich, immer eine, wie du es gerade ja auch schon angesprochen hast, gerade jetzt zum Beispiel Sibirien, du hast diese 200 Kilometer, danach kommt erstmal nichts, geben auch die Begebenheiten schon viel der Routen vor, letzten Endes. Also ob du nochmal was in der Nähe hast, wo du dann auch Lebensmittel nochmal einkaufen kannst oder was mitnehmen kannst. Ich glaube, das ist so maßgeblich wahrscheinlich auch, wie diese Touren letzten Endes aussehen, oder? Auf jeden Fall. Also in Sibirien muss man auch mal die Wettervorhersage anschauen. Was ist jetzt die nächsten Tage? Und klar, man muss planen, wie, wo gibt es was zum Essen? Das ist alles nicht so einfach, wenn man in der Wildnis unterwegs ist. Deshalb lieber flexibel sein und sich an die lokalen Gegebenheiten anpassen. Und da sind wir bei einem richtig guten Thema. Solo bzw. unsupported. Aber da würde ich jetzt nochmal auf den vorangegangenen Stream verweisen, also auf das Video. Das findet man auch nach wie vor auf unserem YouTube-Kanal. Denn es ist sehr, sehr spannend. Und da erzählt uns nochmal viel darüber, wie das eben ist. Ja, unsupported, das heißt, alles dabei, Lebensmittel, alle Gegenstände, die so wichtig sind. Und da ist natürlich gerade ja, die Versorgung des Körpers unter dieser extremen Belastung besonders wichtig. Fatma fragt uns, da sind wir bei dem Thema Tagestouren. Du bist ja auch gerade in der Türkei immer wieder unterwegs mit dem Rad. Klar, ob man dich gegebenenfalls, wenn man in der Nähe sein sollte, mal begleiten darf für ein paar Kilometer? Ja, gerne. Also ich freue mich immer, wenn jemand ein Stück mitfährt. Ich mache natürlich keine großen Umwege und fahre meinen Rhythmus. Das heißt, man muss sich dann dem anpassen. Aber ich bin ja jetzt auch nicht extrem schnell, sondern ich fahre nur einfach sehr, sehr lange und freue mich immer über ein bisschen Bekleidung. Ja, kann ganz nett sein. Und da gibt es nämlich noch eine Anschlussfrage und die ist auch interessant für alle Radfahrer, denn wir kennen das ja alle, wenn man so im Pulk, im Tross unterwegs ist oder es gibt mal jemanden, ja, dem drückt der Schuh im wahrsten Sinne des Wortes oder jemand bekommt richtig schlechte Laune, ob das jetzt Durst ist oder Unterzuckerung. Das ist ja einer der größten Feinde der guten Laune auf dem Rad und nicht nur das. Haben wir die Frage, ob dich, wie du damit umgehst, wenn du mit mehreren Leuten fährst und jemand richtig schlechte Laune bekommt, ob das dich auch selber beeinflusst oder hast du ein Mittel dagegen? Also normalerweise ignoriere ich sowas einfach. Wenn jemand richtig schlechte Laune hat und bleibt positiv und gebe einfach ein bisschen Gas, dann bin ich meistens auch los. Von wegfahren, vielleicht gibt es ein bisschen Windschatten und das stimmt die Laune etwas gnädiger. Kann ich verstehen. Ich kenne das auch. Da muss man dann schauen, ne? Ob man halt zusammen bleibt oder dann eben jeder sein eigenes Tempo fährt. Du bist viel auf den sozialen Medien unterwegs, beziehungsweise kann man dich ja da auch wirklich unglaublich gut verfolgen. Wir sind ja immer mit dabei und das ist Bildmaterial, auch gerade aktuell, ist ja wirklich wunderschön, wo du gerade unterwegs bist. Juli fragt, wer macht denn die tollen Bilder und die Videos von dir? Also den Großteil mache ich selbst mit einer GoPro und einem Handy. Und es kommt immer so alle 5 bis 6 Wochen kommt für ein paar Tage der Markus von meiner Filmcrew vorbei
und begleitet mich und macht dann Bilder und Videos. Das heißt, man sieht es auch aus der Türkei zum Beispiel, das sind fast alle Bilder, habe ich selbst gemacht. Und über den Balkan, da sieht man auch, dass es einfach eine andere Perspektive ist, weil die der Markus gemacht hat. Da haben wir eine Frage von Ralf, die sich ganz gut, von Gerd, die sich ganz gut anschließt. Wie machst du es denn, wenn du ja dann alleine unterwegs bist? Also wie sieht das aus, wenn du dann ein Bild von dir machst? Hast du einfach, ist es ein bisschen geplant? Passiert das spontan? Also das passiert immer spontan. Ich weiß ja nicht, wann ein gutes Motiv oder eine gute Stelle kommt. Ich mache meine Bilder alleine grundsätzlich, wenn es darum geht, irgendwo mein Fahrrad hinzustellen, nehme ich das Handy, weil es einfach schneller ist. Und alles, wo ich selber mit drauf bin, ist in der Regel mit der GoPro. Und zwar im Timelapse-Mode. Das heißt, ich kann sie irgendwo hinstellen und dann macht es jede halbe Sekunde ein Bild und ich suche mir am Ende über die App das Beste raus. Geht relativ einfach. Gewusst wie am Ende. Geht also auch alleine. Kriegt man auch sein Material zusammen. Deswegen, wir können es nur empfehlen. Schaut mal auf die Facebook-Seite Jonas Deichmann Adventures. Jedem, der das Ganze so beeindruckend findet wie wir, kann das Ganze dort wirklich unglaublich schön verfolgen. So, jetzt ist, wir sind ja, es ist ein großes Abenteuer, was du ja gerade machst. Du sagst es ja auch selber, es ist eine unglaublich große Unternehmung, eine Challenge ja irgendwo auch. Wir haben eine Frage von Ralf, die zielt ein bisschen, finde ich ganz interessant. Der Ralf fragt, was du machst, wenn du Urlaub machst. Ist es dann Büroarbeit für dich quasi? Also ein richtiger Urlaub ist es ja auch jetzt gerade nicht. Du bist ja schon auch unterwegs. Es ist ja auch körperlich anstrengend. Aber ja, was machst du, wenn du Urlaub machst? Also wenn ich Urlaub mache, dann gehe ich nochmal Bikepacking. Oder Trailrunning oder sowas. Das ist Urlaub. Also es ist alles so ein bisschen etwas schwommen bei mir. Ich meine, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Deshalb den klassischen Urlaub, das ist bei mir immer Radfahren. Ich gönne mir nach so einem großen Abenteuer, also nach Cape to Cape, da bin ich nach Brasilien. Und da habe ich lange Zeit gelebt und habe mich dann erstmal in die Hängematte gelegt, aber das wurde mir nach ein paar Tagen langweilig und dann habe ich natürlich trotzdem Sport gemacht und Trailrunning und solche Sachen. Also ja, ich war eigentlich dasselbe, wie wenn ich nicht im Urlaub bin. Quasi auf dem Rad zu Hause oder draußen so im Allgemeinen, könnte man glaube ich sagen. Und auch das haben wir im ersten Gespräch schon mal auch intensiver thematisiert, wie das so das Verhältnis mit der Arbeit ist. Auch ein Thema, was wir schon mal angesprochen hatten, aber dennoch glaube ich immer wieder interessant ist. Und zwar fragt Michael, wie du dich täglich motivierst, gerade dann, wenn es doch etwas strapaziös ist. Also zum einen natürlich, man muss wissen, warum man es tut. Und ich habe ein großes Ziel, das ist einmal um die Welt. Und bin einfach von Natur aus positiv gestimmt. Was extrem hilft, ist große Ziele in kleine herunterbrechen. Also wenn man jetzt noch 20.000 Kilometer vor sich hat oder auch nur 2.000 und die Bedingungen sind schlecht und man hat Hunger und alles geht schief, dann ist es extrem demotivierend. Ich konzentriere mich immer auf das, was jetzt direkt vor mir liegt. Also beim Schwimmen die nächste Landzunge, die nächste Bucht und beim Fahrradfahren die nächste Tankstelle und da gibt es eine Schokolade und eine Cola und dann geht's weiter. Also beim Marathon sagt man auch immer, also die Ultraläufer, die laufen keinen Marathon, sie laufen 42 mal einen Kilometer. Und genau so ist es im Kopf. Also ein großes Projekt in viele kleine brechen und dann Step by Step, Schritt für Schritt einfach abarbeiten und dabei natürlich die Belohnung nicht vergessen, weil das natürlich auch nochmal einen Motivationsschub bringt. Ja, das ist super. Ich glaube, das kann man sich für viele Lebenslagen immer vornehmen beziehungsweise mal daran erinnern. Das könnte doch einiges leichter machen, möchte man sagen. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen auch so ein bisschen durch die aktuelle Zeit, sich quasi kleinere Projekte suchen, das zu bearbeiten und eben sich dann auch mal für Dinge zu belohnen, auch wenn alles zurzeit etwas außergewöhnlich ist, möchte ich sagen. Genau, wir haben eine weitere Frage von
Iris. Ah, okay, Entschuldigung, da sind mehr Glückwünsche. Bleib gesund, komm gut wieder mit nach Hause. Wir sind ja erstmal geht's los. Aber wir können vielleicht trotzdem eine schöne Frage daraus machen. Und zwar zu Hause. Ist immer ein Thema, auch eine Frage, die wir ganz oder viele Referenten von uns gestellt bekommen. Was ist denn für dich zu Hause? Ja, wenn ich auf dem Fahrrad draußen in der Natur bin, dann nehme ich zu Hause. Ob das jetzt in den Alpen oder in den Anden oder im Himalaya bin, das spielt dann keine Rolle. Aber irgendwo in den Bergen auf dem Fahrrad, da bin ich zu Hause in meinem Zelt und das ist wunderbar. Ja, es ist auch ein eigener Lifestyle, muss man immer dazu sagen. Aber ich wiederhole mich jetzt aber, ne, auf dem Rad zu Hause trifft es, glaube ich, bei dir am allerbesten. Ja, das ist schon wirklich schön. Vielleicht erfahren wir ja auch später noch mal etwas mehr allgemein. Wir hatten es auch im ersten Gespräch schon mal thematisiert, aber wie so dein Leben im Allgemeinen aussieht. Und zwar, das ist wirklich eine Frage, jetzt wo wir gerade am Anfang dieses Abenteuers stehen, manche da schaut ganz schön weit voraus, und zwar fragt nämlich Linda, ja, ob du denn schon irgendwo ein bisschen darüber nachdenkst oder grübelst, was denn als nächstes kommen könnte, oder obwohl das, weil sie merkt auch selber an, das ist ja jetzt erstmal genug, aber gibt es da schon so eine leichte Idee? Ja klar, ich habe ja jeden Tag irgendwie 8 Stunden Zeit, um nachzudenken. Und meine Lieblingsbeschäftigung auf dem Fahrrad ist immer schon mein nächstes Projekt planen. Es soll ja nicht langweilig werden, wenn ich dann mal fertig bin. Deshalb ist ich habe da einige Ideen, die involvieren Antarktis und auch mal mit dem Ruderboot über den Atlantik und noch ein paar andere Sachen, aber das ist alles top secret. Aber es wird, der Triathlon um die Welt ist noch nicht mein extremstes Projekt für die Zukunft. Okay, das gibt auf alle Fälle spannende Aussichten, was wir da noch so erwarten dürfen. Ja. Wir lassen uns überraschen, würde ich mal sagen. Aber jetzt begleiten wir dich natürlich erstmal, beziehungsweise hoffen wir erstmal, dass es weitergeht. Die Route über Russland oder die Möglichkeit hast du, über Russland weiterzufahren. Volker hat noch eine Frage, und zwar, da du natürlich jetzt sehr auch im Fokus der Medien bist, hat das Ganze dann für dich tatsächlich schon einen Geschäftsreisencharakter? Oder tangiert dich das in der Form eigentlich erstmal gar nicht? Also die meisten Tage ist es so wie vorher auch. Ich mache meine Sachen und mache halt am Abend ein bisschen Social Media und ansonsten lebe ich so wie vorher auch und es hat für mich überhaupt keinen Unterschied. Trotzdem kommen natürlich auch Verpflichtungen damit. Das heißt, ich habe auch öfters einfach ein Meeting online und habe auch, sag ich mal, Deadlines, wo ich jetzt Bilder und ein Video schicken muss und was an Sponsoren und an Medien liefern muss. Das sind Sachen, die mache ich alle nebenbei. Und es verändert dann die Reise an manchen Tagen natürlich schon ganz schön. Heißt, wenn ich weiß, ich habe abends ein Zoom-Meeting, dann was wichtig ist mit, also ich im Fernsehen bin, in einer Talkshow oder so, dann nehme ich mir ein Hotel und mache das von dort aus klar. Das heißt, es verändert schon die Reise manchmal, aber 6 Tage die Woche ist alles wie sonst auch. Es sind ja auch quasi dann mal Momente oder Tage letztendlich, wo es wahrscheinlich eine doch auch vielleicht fokussiertere Rolle spielt, aber im Großen und Ganzen bist du letztendlich jetzt einfach unterwegs wie sonst auch. Genau wie auch, glaube ich, das letzte Mal auch gesagt hattest, du wirst ja nur auch mal temporär begleitet für kleine Etappen und den Großteil bist du nach wie vor so unterwegs, oder? Genau so ist es ja. Dann sind wir tatsächlich mit den Zuschauerfragen durch, aber wir haben noch eine uns ganz persönlich ganz wichtige und ja, wir müssen sie ja jetzt auch noch nicht komplett klären. Und zwar haben wir so ein bisschen auch am Ende des letzten Talks oder der letzten Gesprächsrunde so ein bisschen durchschimmern lassen, dass wir uns ja vielleicht auch wiedersehen. Und da wäre so unsere Frage, in der Hoffnung natürlich, es geht auch bald weiter, wann oder wo könnte das denn sein? Also das hoffe ich natürlich auch, das könnte irgendwo in Ostsibirien sein zum Beispiel. Wie war die Sibirien-Durchquerung im Winter, ist wirklich spannend. Oder auf der Laufstrecke.
dann liegt eine Ozeanquerung und ein paar Marathons hinter mir, dann gibt es sicherlich auch noch was Spannendes zu erzählen. Ich denke auch, da wird noch reichlich passieren. Ja, Jonas, also wir sind auf alle Fälle gespannt und freuen uns natürlich. Werden uns immer mal bei dir melden und vielleicht hast du ja auch die Idee und sagst, okay, guck mal, jetzt würde es passen. Wir freuen uns so oder so und sind auch wirklich unglaublich dankbar, dass du auch bei uns gewesen bist, ja jetzt heute schon zum zweiten Mal. Ich möchte auch nochmal ganz, ja, im Namen des ganzen Sofareisen-Teams, das sind alle irgendwie Zweirad-Enthusiasten auch irgendwo selbst sind, ja, erstmal Danke sagen auch für das Projekt im Allgemeinen, beziehungsweise hast du eben auch alles schon gemacht. Das ist unglaublich inspirierend und ich hoffe, das bringt auch viele Leute zum Radfahren. Es ist ein unglaublich guter, gesunder Sport, gelenkschonend, eine schöne Sache und zeigt einfach nur, was man mit seinem eigenen Körper denn auch tatsächlich so erreichen kann. Und du bist natürlich da so eine Art Paradebeispiel. Was ein Körper imstande ist zu leisten, ist wirklich unglaublich beeindruckend. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, dass du bei uns bei Sofareisen gewesen bist. Ja, danke dir. Sehr, sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein super Ende. In diesem Sinne, wir drücken die Daumen, dass es bald weitergeht und wünschen dir erstmal noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Danke, bis dann.